Hallo und willkommen zu einem neuen Lesemonat bei mir. Um genau zu sein, geht es hier natürlich um den April. Und ja, auch der April war wie zu erwarten ein recht bescheidener Monat, was das Lesen betrifft bei mir. Was natürlich, wie ich schon öfters gesagt habe, auf die Uni zurückzuführen ist, weil ich einfach so viel zu tun hatte, bis Mitte April ungefähr und keine Zeit hatte, viel zu lesen. Aber macht ja nichts, ich habe trotzdem ungefähr 3,5 Bücher gelesen. Also was das mit diesem halben Buch auf sich hat, werdet ihr gleich hören. Insgesamt waren das 997 Seiten. Das sind dann ungefähr 33 Seiten pro Tag. Also wirklich ziemlich wenig, aber ja, ich freue mich trotzdem, dass ich überhaupt zum Lesen gekommen bin. Und es hat ja trotzdem Spaß gemacht. Von daher, das ist ja das Wichtigste, oder? Hauptsächlich habe ich diesen Monat E-Books gelesen. Eins der E-Books war sogar für die Uni, für meine Hausarbeit, die ich geschrieben habe. Und mit dem E-Book fange ich jetzt auch gleich an. Und zwar war das nämlich Meine Schreibmaschine und ich von Thomas Glavinitsch. Ich glaube zumindest, dass man ihn so ausspricht. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber das weiß ja, glaube ich, selber, dass die Menschen nicht so wirklich wissen, wie man seinen Namen ausspricht. Zumindest thematisiert er das ganz gerne in seinen Büchern. Ja, und dieses Buch habe ich gelesen. Das hatte 115 Seiten. Und ja, wenn ich es bewerten müsste, was ich jetzt ungern tue, weil es eben für die Uni war, würde ich sagen, dass es so 4 Sterne ungefähr bekommt, weil es einfach. Ja, Thomas Glavinitsch schreibt einfach unglaublich lustig und humorvoll und ich finde seine Bücher einfach sehr toll. Von daher würde ich schon sagen, dass es dann 4 Sterne bekommen würde. Und in diesem Buch geht es tatsächlich auch um den Autor Thomas Glavinitsch, beziehungsweise er hat, ich weiß nicht genau wann, aber irgendwann in Bamberg Vorlesungen gehalten auf der Universität und diese Vorlesungen sind eben in diesem Band. Ja, alle vereint. Und zum Schluss hat er dann noch so ein fiktives Interview drangehängt, was auch sehr, sehr lustig ist, in dem so Journalisten und auch Autoren und der gesamte Literaturbetrieb eigentlich so ein bisschen, ja, lustig gemacht wird. Und ja, ist einfach ein ganz interessantes Buch. Und dafür, dass es für die Uni war, beziehungsweise für meine Hausarbeit, war es echt toll, muss ich wirklich sagen. Wie auch immer, kommen wir einfach mal zum nächsten Buch. Das ist ein bisschen interessanter, glaube ich, für euch. Und zwar habe ich danach die Verschworenen von Ursula Poznanski gelesen und das habe ich aus der Bibliothek ausgeliehen gehabt. Und das ist der zweite Band einer Trilogie. Der erste Band heißt Die Verratenen, glaube ich. Ja, genau. Und bei diesem Band ist es ja so eine rote Schrift, beim ersten Band ist es eben eine blaue Schrift. Und dieses Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen, wie schon der erste Band. Ich habe dem Buch auch 5 Sterne gegeben, auch dem ersten Band schon. Also Ursula Poznanskis Schreibstil ist einfach der Hammer. Das ist von Anfang bis Ende so unglaublich spannend, dass man das Buch einfach nicht mehr aus der Hand legen kann. Und ja, ich habe bisher noch nichts Vergleichbares gelesen. Von daher, also ich werd auch noch andere Bücher von ihr lesen, weil ich finde es einfach genial, wie sie schreibt. Und die Geschichte ist auch ganz toll. Und ja, die Story, ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, natürlich, weil es eben der zweite Band ist. Aber ich kann nur so viel sagen, wer den ersten gelesen hat. Die Story geht ganz, ganz toll weiter und es passieren Dinge, mit denen man eigentlich gar nicht so wirklich gerechnet hätte. Ich zumindest habe nicht damit gerechnet, dass sich das Ganze so auflöst. Und ja, ich fand es ganz toll. Ich kann es kaum erwarten, bis der dritte Band endlich rauskommt. Und den werde ich auf jeden Fall auch verschlingen. Das dritte Buch, das ich dann gelesen habe, war Time Travel Inc. Rewind von Laura Newman. Und dazu habe ich auch eine Rezension abgedreht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es jetzt schon hochgeladen habe oder nicht. Wenn ich es jetzt schon hochgeladen habe, werde ich es auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Ah, vorhin habe ich übrigens vergessen, die Verschworenen von Ursula Poznanski hatte 464 Seiten und ja, 5 Sterne habe ich schon gesagt. Und dieses Buch hier eben, Time Travel Inc., das hat 308 Seiten und hat von mir 3 bis 4 Sterne bekommen, allerdings eher mit einer Tendenz zu den 4 Sternen. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn jemand gerne so Zeitreisebücher liest, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, das auch zu lesen, denn es ist mal eine ganz andere Art von Zeitreiseroman. Es wird eher von der wissenschaftlichen Seite aus betrachtet. Also diese Zeitreisegeschichte hat nichts mit Gehen oder so zu tun, sondern ist eine wissenschaftliche Angelegenheit. Und das war eben sehr interessant, das mal zu sehen. Übrigens spielt die Geschichte in der sehr nahen Zukunft, beziehungsweise in der heutigen Zeit. Und gleichzeitig natürlich, weil es ein Zeitreiseroman ist, in der Vergangenheit, also in den 20er Jahren, ja, beziehungsweise 1920 in Amerika. Und ja, wenn ihr euch für Zeitreise interessiert, lest es oder schaut euch einfach mal meine Rezension dazu an.
Wie gesagt, ich verlinke es, sobald es online ist. Vielleicht ist es auch schon online. Ich weiß es gar nicht, was ich zuerst online stelle. Auf jeden Fall waren das die drei ganzen Bücher, die ich gelesen habe. Dann habe ich noch ein Buch aus dem, ich weiß nicht mehr welchen, Bibliothekssubvoting. Ich habe auch schon lange keins mehr gemacht, weil ich einfach nicht dazu kam, so viele Bücher aus der Bibliothek auszuleihen und zu lesen. Und weil ich ja auch gerade meinen eigenen Sub ein bisschen abbauen möchte. Deswegen mache ich im Moment keine Subvotings mehr, also zumindest für die Bibliothek. Vielleicht mache ich mal andere, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, dieses Buch war aus dem Bibliothekssubvoting. Und zwar Numbers, den Tod im Blick von Rachel Ward. Und ja, dieses Buch habe ich eben angefangen, habe es ungefähr zur Hälfte, glaube ich, gelesen. Also das Buch hat 363 Seiten und ich habe 160 Seiten davon gelesen. Beziehungsweise 50 Seiten habe ich schon den Monat vorher, also im März, gelesen gehabt, aber ist ja auch egal. Also ja, ungefähr 110 Seiten habe ich letzten Endes diesen Monat, beziehungsweise im April, davon gelesen. Und ja, es hat mir leider nicht so gut gefallen, deswegen habe ich es dann auch letzten Endes abbrechen müssen, weil ich einfach keine Lust hatte, da weiterzulesen. Das war mir einfach alles viel zu düster und es war einfach nicht mein Ding. Ich mag nicht so unglaublich negative Menschen, wie die Protagonistin es ist. Sie heißt Jem und Jem kann in den Augen der anderen Menschen ihre Todeszahl sehen, also sie weiß, wann diese Menschen sterben werden. Und ich habe mir eigentlich viel davon versprochen, weil das klingt wahnsinnig interessant und ich dachte, da wird auch viel mehr darauf eingegangen, dass Jam vielleicht mit dieser Gabe etwas anfängt. Aber stattdessen ist sie eigentlich immer so ganz negativ darauf zu sprechen und sie will eigentlich gar nichts mit dieser Gabe zu tun haben, sie kann damit nichts anfangen und sie beschwert sich andauernd nur die ganze Geschichte hindurch. Also irgendwann befindet sie sich auf der Flucht mit so einem Freund von ihr. Und sie beschwert sich eigentlich wirklich die ganze Zeit nur und ist so eine richtige Zicke irgendwie. Nee, also mir hat es gar nicht gefallen. Ich habe dann die letzte Hälfte des Buches noch überflogen, damit ich weiß, wie es endet. Und ich muss echt sagen, ja, das Ende ist ja ganz interessant, aber trotzdem, ich bin froh, dass ich es nicht ganz gelesen habe, weil es war echt nicht mein Ding. Ja. Deswegen nur 3,5 Bücher gelesen diesen Monat, beziehungsweise im Monat April. Jetzt haben wir ja schon Mai. Aber macht ja nichts. Ich hoffe mal, beziehungsweise ich denke, dass der Mai besser wird, weil ich sehr viel Lust habe zu lesen und auch ein bisschen mehr Zeit habe. Und ja, mal schauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euer Lesemonat April schön war und dass der Mai noch schöner wird. Und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.